Hoher Besuch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von World Vision Schweiz in Dübendorf. Der Präsident von World Vision International, Kevin Jenkins, hat sich auf dem Weg zum World Economic Forum in Davos für einen Zwischenstopp angemeldet. Das ist Celine, hallo. Der Kevin Jenkins wäre jetzt da. Auch für World Vision Geschäftsführer Urs Winkler ein besonderer Anlass. World Vision sieht sich mit einer stetig wachsenden Herausforderung im Kampf gegen Hunger und Armut konfrontiert. There are so many needs and sometimes that freezes people. But the fact is, you can't make a difference to everyone, but you can make a difference to one child, to one family, to one community. We sponsor around 4 million children around the world, but we are involved with their communities, we're involved with advocating their governments. So I would estimate we probably assist about 25 million children around the world in their communities today. World Vision ist die weltweit größte humanitäre Hilfsorganisation mit 50.000 Mitarbeitern und Freiwilligen. Die internationale Partnerschaft ist in 2.500 Entwicklungsprojekten in 100 Ländern tätig. Für Kevin Jenkins bedeutet das ein großes Potenzial an Know-how und Effizienz. I'm so encouraged to see the dedication and passion of our staff to bring the stories of the world's most vulnerable children to the Swiss people. In diesem Jahr kann World Vision Schweiz auf 30 Jahre erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit zurückblicken. Grund zum Feiern. I think the first thing is just to celebrate. Celebrate how many people in Switzerland have been engaged and have made a difference. And say, what can we do? How can we enlarge our engagement? How can we include more people and put them into a relationship and make them more knowledgeable about all of the challenges that so many of the world's children face day to day.